Schon 1187 pries Ligurinus die Stadt. Hochberühmt durch ihre Lage, volkreich und trefflich befestigt, hat sie einen schlichten Namen. Die Deutschen nennen sie seit Karl dem Großen Frankonofurt. Im Frankfurter Kaiserdom wurden seit dem Mittelalter die Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation gewählt und seit 1562 auch gekrönt. Barbarossa erhob die alte Kaiserpfalz zur Stadt. 650 Jahre später wurde Franz II. Als letzter Kaiser in Frankfurt nach den Regeln gekrönt, die Karl IV. In der Goldenen Bulle, dem Reichsgrundgesetz von 1356, festgelegt hat. Im Kaisersaal des Römers, dem ehrwürdigen alten Rathaus, empfängt Frankfurt seine Gäste. Hier begrüßt im Namen von Stadtverordneten und Magistrat Oberbürgermeister Professor Dr. Brundert die Teilnehmer eines internationalen Kongresses. Der Römer ist eines der Frankfurter Wahrzeichen. Die Apfelweinschenken und Brunnen in Altsachsenhausen bewahren die gemütliche Tradition der alten Bürgerstadt. Das Haus des Deutschen Ordens wurde an der Rampe der bald tausendjährigen Brücke über den Main gebaut. Ein Symbol der demokratischen Tradition Deutschlands ist die Paulskirche. Um die Paulskirche gruppieren sich die neueren Teile des Rathauses. Noch immer gilt, was der Dichter Karl Simrock 1839 schrieb. Die Zeil vereinigt jetzt die großartigsten öffentlichen Anstalten und die geschmücktesten Läden. Um vor dem Umfang und dem äußeren Gepränge nicht zu stutzen, muss man sich erinnern, dass sich in dieser Stadt die Hauptstraßen Deutschlands, mithin der Welt, sowohl nach der Länge als nach der Breite durchkreuzen. Vom großen Stadtwald im Süden bis zu den Taunushöhen im Norden reicht der Rundblick über die Stadt und ihre Umgebung, den man vom Henninger Turm erhält. Über 150 Geldinstitute haben in Frankfurt ihren Sitz. Viele Banken der Welt sind am Finanz- und Börsenplatz Frankfurt vertreten. Schon Barbarossa ließ hier Münzen schlagen. Seitdem blieb Frankfurt einer der großen Geldmärkte Europas. Goethes Großonkel Lohn notierte 1741, die Handlung ist die Seele dieser reichen Stadt. Sie allein hält sie empor und gibt ihr einen Rang unter den vornehmsten Städten der Welt. Die Frankfurter Börse ist eines der großen deutschen Zentren des Geld- und Wertpapierhandels. Ihre Kurse finden internationale Beachtung. Der Handel in der Frankfurter Großmarkthalle versorgt weite Teile Südwestdeutschlands mit Obst und Gemüse. Hier gilt, was der französische Schriftsteller Dumont 1699 sagte: Die ganze Stadt ist der Markt und der Markt ist in der ganzen Stadt. Rhein und Main bilden eine Großschifffahrtsstraße.
Von den Seehäfen führt sie weit über Frankfurt mainaufwärts. Der künftige Rhein-Main-Donau-Kanal wird den Atlantik mit dem Schwarzen Meer verbinden. Weite Industriegebiete sind den 5 großen Becken des Frankfurter Binnenhafens benachbart. Getreidesilos und Mühlen reihen sich am Ufer auf. Neue Brücken überspannen den Main. In leichten Bogen schwingt er sich durch die Stadt, die sich an seine Ufer schmiegt. Im Westhafen stehen die großen Lagerhäuser der Spediteure, die die Erzeugnisse der Frankfurter Industrie in alle Erdteile befördern. Die Fahrtwerke Höchst besitzen eigene Hafenanlagen. Eine Brücke verbindet die Fabrik mit ihren Forschungsstätten auf dem Südufer des Mains. Das Bild der Frankfurter Industrie ist vielfältig. Ein Viertel der Beschäftigten arbeitet in der Chemie. Ebenso viele haben Elektroindustrie und Maschinenbau aufzuweisen. Nicht minder bedeutend sind Feinmechanik und Optik, die Metallindustrie, Großdruckereien und die Konfektion von Schuhen wie von Nahrungs- und Genussmitteln. Typisch für Frankfurt sind neben den weltbekannten Großunternehmen viele Mittel- und Kleinbetriebe mit hohen Exportquoten. Bitte an der Bahnsteigkante zurücktreten. U-Bahn-Zug aus Richtung fährt ein. Bitte rasch einsteigen und Türen schließen. Der Zug fährt sofort ab. Nächste Haltestelle, Erich-Mollenhauer-Ring nach Weststadt. Brücken für Fußgänger, eine durchdachte Straßenführung, Tiefgaragen, Einkaufszentren und Schulen charakterisieren diese in sich geschlossene Trabantenstadt für 25.000 Einwohner. Einen anderen Typus der vielfältigen Frankfurter Siedlungen zeigen die Einfamilienhäuser auf dem Lerchesberg. Gut ein Viertel des Frankfurter Stadtgebietes sind Grünflächen. Der Stadtwald allein ist fast 4000 Hektar groß. Überall trifft man Spielplätze. Den ältesten Teil des grünen Frankfurt stellt der Anlagenring um die Innenstadt dar. Den besonderen Stolz der Frankfurter und eine vielbesuchte Sehenswürdigkeit bildet der Palmengarten. Er ist eine Schöpfung bürgerlichen Gemeinsinns, wie so vieles in Frankfurt. Den
Das Schönste, was ich in meinem Leben bis jetzt von Gesellschaften gesehen habe, war hier ein Fest im Walde, das ich dir genau beschreiben muss, weil es einzig in seiner Art war. So pries 1839 der Komponist Felix Mendelssohn Bartholdy seiner Frau den Frankfurter Wäldchestag. Mit Apfelwein, Bier, warmer Wurst und Brezeln, den Frankfurter Spezialitäten, bewirtet die Stadt ihre Gäste in den Römerhallen. 1749 erblickte Johann Wolfgang Goethe hier das Licht der Welt. Bei der Wiedereröffnung des Goethehauses 1951 sprach Bundespräsident Heuss: Ist das nur ein Museum? Ist es nur für Gelehrten und Philologen eine Arbeitsklause? Ist es nur eine Notiz für den Fremdenverkehr? Im Letzten ist das die Gewissensfrage an den, der in dieses Haus geht. Millionenstiftungen Frankfurter Bürger errichteten der Wissenschaft und Lehre diese Stätte. Ihren 5 Fakultäten ist die Hochschule für Erziehung angegliedert. Über 13.000 Studenten gibt es in Frankfurt. Die Wurzel der Universität stellt die große Stiftung des Arztes Johann Christian Senckenberg im 18. Jahrhundert dar. Aus ihr entstand eines der berühmtesten Naturmuseen der Welt. Mitten in der Stadt liegt der Zoo, den sich die Frankfurter Bürger vor über 100 Jahren aus eigener Kraft schufen. Meine Damen und Herren, Sie hören den Theaterdienst, zunächst das Programm der städtischen Bühnen. Schauspiel, Freitag um 19.30 Uhr, Hamlet, ein Drama von William Shakespeare. Dem Vermächtnis des Kaufmanns Johann Friedrich Städel verdankt Frankfurt eine Galerie von europäischem Rang. Seit 150 Jahren hat sich das Städelsche Kunstinstitut bemüht, von allen wichtigen Epochen der europäischen Malerei ein Meisterwerk zu erwerben. Das macht die Eigenart dieser Kunstsammlung aus. Das dem Städel benachbarte Liebighaus beherbergt eine wertvolle Sammlung von Meisterwerken der Bildhauerkunst. Dazu gesellt sich als drittes das Museum für Kunsthandwerk mit seinen Möbeln, Textilien und der Keramik, insbesondere dem köstlichen Höchster Porzellan. Das 1880 errichtete Opernhaus ist noch Ruine. Seit Jahren beschäftigt die Frankfurter Bürgerschaft die Frage seines Wiederaufbaus als Konzert- und Kongresshaus. Seit über 800 Jahren ist Frankfurt Messestadt. 1240 gab ihr Kaiser Friedrich II. Das älteste Privileg. Anno 1510 schrieb Ulrich von Hutten über die Stadt und ihre Messe: Weit her suchen die Völker sie auf und wandern die Menschen, denn für die Waren der Welt ist sie der wimmelnde Markt. Zu
Zu den internationalen Frankfurter Messen in jedem Frühjahr und Herbst kommt eine Reihe von Spezialmessen. Zweimal jährlich werden die Interstoffmessen abgehalten. Jeweils zu Ostern findet die internationale Rauchwarenmesse statt. Jeden Herbst vereint die berühmte Frankfurter Buchmesse Verleger und Buchhändler der ganzen Welt. Zu den Messen kommen Jahr für Jahr viele Ausstellungen. Die internationale Automobilausstellung lockt alle zwei Jahre Hunderttausende nach Frankfurt. Forschung bestimmt die Zukunft der Frankfurter Wirtschaft. Die Großunternehmen unterhalten eigene Forschungsstätten. Die Institute der Johann Wolfgang Goethe-Universität befassen sich vornehmlich mit der Grundlagenforschung. Alle vereint das Streben, auch